So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben beim letzten Mal ein neues großes Thema begonnen. Bis dahin, das vorherige große neue Thema war schwierige, schwer zu lösende Probleme, Problemstellungen, algorithmische Problemstellungen, von denen man nicht einmal weiß, ob sie überhaupt polynomiell lösbar sind. Und man geht allgemein davon aus, auch wenn man es nicht wirklich weiß, dass das nicht der Fall ist. Und selbst wenn es polynomiell lösbar wäre, n hoch 3057 ist ja nun auch nicht gerade etwas, was man als effiziente Lösung, als vernünftige Antwortzeit ansehen würde für die meisten Situationen, nicht? So, wir haben also schwerwiegende Problemstellungen und das Dumme daran ist, dass abgesehen von den einfachen Problemstellungen der Art, wie wir sie hier zunächst einmal in der Audi kennengelernt haben, beispielsweise sortieren oder kürzeste Pfade, dass eigentlich so ziemlich alles, was Ihnen in der Realität begegnet, dann von dieser schwierigeren, problematischeren Art ist, sodass es natürlich großen Bedarf gibt, mit dieser Situation umzugehen. Natürlich kann man nicht damit so umgehen, wie wir das bisher in der Audi kennengelernt hatten, dass man da schöne, schnelle Algorithmen für entwickeln kann, sondern wir müssen uns algorithmische Konzepte ansehen, mit denen man versuchen kann, die Problematik zu attackieren. Teilweise wird man da auch tatsächlich beweisbar vernünftige Ergebnisse haben, teilweise Prinzip Hoffnung. Das heißt also, wir sind hier darauf angewiesen, sehr stark in der Praxis empirisch zu arbeiten, nicht unbedingt nur mathematisch, asymptotische Komplexität. Wir werden auch noch ein Beispiel, mindestens ein Beispiel sehen, wo auch wieder die asymptotische Komplexität in einer etwas anderen Form als bisher eine Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass man mit dem bisherigen Apparat gar nichts anfangen kann, aber man wird darüber hinausschauen müssen, darüber hinaus denken müssen und man wird sich bescheiden müssen. Man wird nicht beides gleichzeitig haben können, eine garantiert gute Lösung und eine garantiert gute Laufzeit. Betonung liegt auf garantiert. Denn wie ich das ja beim letzten Mal schon an einem Beispiel gezeigt hatte, kann es aufgrund des Datenprofils, das in der Praxis dann tatsächlich in dem Anwendungsfall vorkommt, durchaus sein, dass man beides zusammenbekommt, gute Lösungen und gute Laufzeit. Aber ohne jede theoretische, mathematische Garantie, einfach eine empirische Erfahrung. Man schaut sich die Anwendungsfälle an, die Beispiele, die da vorkommen können, guckt sich an, was ist das typische Profil und kann dann feststellen, naja, solange sich das Profil, das Datenprofil nicht wesentlich ändert, wird man da auf der sicheren Seite sein, aber eine Garantie gibt es nicht. Das ist eine nicht ganz so einfache Situation, führt dazu, dass es eine Fülle über die Jahrzehnte hinweg, eine Fülle von Literatur dazu gibt. Man hat eine gegebene Problemstellung aus der Wirtschaft, beispielsweise Betriebswirtschaft, aus der Technik, irgendwoher, aus irgendeinem Bereich der Technik, Planungsprobleme, Konstruktionsprobleme, was auch immer. Und man wendet eines von solchen algorithmischen Konzepten darauf an und berichtet davon dann, wie gut das dann gewesen ist, hoffentlich besser als alles, was man bisher in anderen Veröffentlichungen dazu berichtet hat. Gut, wir sprechen hier, wie gesagt, nur wenige Punkte an. Ja, es gibt schier Tausende, vielleicht Zehntausende, wahrscheinlich Zehntausende von Veröffentlichungen, die alle in die Thematik dieses Foliensatzes passen. Nicht nur von Informatikern, nicht nur von Mathematikern, auch von Anwendern in den verschiedensten Anwenderbereichen. Hier können wir natürlich nur einen kleinen ersten Einblick nehmen, einen etwas vertieften Einblick, hatte ich schon gesagt. Gibt es bei mir im Wintersemester in der Lehrveranstaltung Optimierungsalgorithmen, aber auch das ist selbstverständlich nur ein kleiner Anblick sozusagen zur Anregung der Fantasie, wann man eine gegebene Problemstellung hat, was kann man damit alles machen, einen gewissen Überblick, was so die grundlegenden Gedanken sind,
die man sich bisher so gemacht hat. Gut, und einer dieser grundlegenden Gedanken, der in der Praxis immer erstaunlich weit trägt, man sollte ihn immer mitdenken, egal vor welcher Problemstellung man steht, egal wie die aussieht, egal wie man dann am Ende, zweite Stufe, das Problem wirklich lösen will, mit was für einem algorithmischen Konzept. Man sollte immer daran denken, zu versuchen, erst einmal möglichst viel zu reißen in einer ersten Stufe, zum Beispiel Datenmenge reduzieren. Dazu hatte ich Ihnen letztes Mal ein dramatisches Beispiel gezeigt. Sie erinnern sich das mit den Zügen und mit den Bahnhöfen. Ich hatte Ihnen auch noch ein anderes Beispiel genannt mit Matrizen, kritische Punkte identifizieren und vorab gut lösen. Da waren wir drin, mittendrin stehen geblieben, und dann kommt noch der dritte Punkt, den ich auch kurz ansprechen möchte, Lösung zuerst grob bestimmen. Gut, gehen wir hier durch, vorab Datenmenge reduzieren, das hatten wir betrachtet, kritische Punkte vorab, dieses Beispiel hatten wir gesehen in Großbetrieben. Es ist typischerweise so, wenn Sie Abläufe planen beispielsweise, dass Sie immer bestimmte Engpässe identifizieren können, bestimmte Maschinen, wo sicher ist, da wird das Problem, alles drauf zu planen, die Abläufe zu planen, die Aufträge der Kunden zu planen, deren Abarbeitung wird besonders schwierig sein, während auf anderen Maschinen nicht viel passiert. Da kann man problemlos, da hat man sehr viel zeitliche Flexibilität. Das heißt also, dass man zunächst einmal die schwierigen, die Engpassmaschinen, dort eine möglichst gute Planung erstellt nach irgendwelchen Gedanken von wegen Lieferfrist, von den Lieferterminen zurückrechnen. Wo ungefähr wäre es idealerweise so in der Zeit, dass der und der Kundenauftrag auf der Maschine abgearbeitet wird, und das sozusagen als Reihung zu nehmen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Aufträge auf diesen Engpassmaschinen abgearbeitet werden. Das hatte ich auch angesprochen. Stundenplan, ein Beispiel, was Ihnen ja sehr vertraut ist aus Ihrer täglichen Studienpraxis, dass man zunächst einmal sämtliche schwierig einzuplanenden Lehrveranstaltungen wie etwa die AOD einplant und danach dann erst das, was dann übrig bleibt, an Kapazitäten, Zeitslots und Räumlichkeiten, dass man das alles verwendet, um dann die weiteren Lehrveranstaltungen einzuplanen. So, hier waren wir stehen geblieben. Ein weiteres Beispiel noch für kritische Punkte vorab ist etwa dieses hier aus einem ganz anderen Thema aus der Praxis, auch aus meiner eigenen Praxis, allerdings auch schon weit über 20 Jahre her. Thema Verdrahtung von Mikrochips. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so ein Mikrochip planen wollen, ja, wenn Sie planen wollen, die einzelnen Komponenten drauf zu platzieren und dann, nachdem diese Planung der Komponenten abgeschlossen ist, dann dazwischen auch die Verdrahtungen zu realisieren. Ja, Sie wissen ja von der Logik Ihres Bauplans her, jede Komponente, die Sie darauf platzieren, hat gewisse Eingangs- und Ausgangspins, und Sie wissen, welcher Ausgangspin in der einen Komponente mit welchen Eingangspins an anderen Komponenten miteinander zu verdrahten sind, sodass dann eben die Signale genau den Weg gehen, den sie halt nach der Logik des Bauplans gehen sollen. Ja, wir sind also hier beim zweiten Teil, bei der Verdrahtung. Wir gehen davon aus, dass die, auch das ein Beispiel für mehrstufig, für zweistufig, dass man erst die Komponenten platziert und dann die Verdrahtung realisiert, wobei man natürlich die Platzierung der Komponenten so gestalten muss, dass auf jeden Fall genug Platz überall dazwischen ist, um sämtliche Drähte zu realisieren, denn natürlich dürfen diese Drähte sich nicht berühren, beziehungsweise sie dürfen auch teilweise gar nicht zu nah beieinander liegen. Also zwei Drähte dürfen nicht, von zwei verschiedenen Drähten dürfen nicht lange gerade Abschnitte parallel sehr nah beieinander laufen. Sie kennen das aus dem Physikunterricht.
gegenseitige Induktion. Solche Effekte sorgen dafür, dass das Einschwungverhalten eines solchen Gesamtsystems, dass es länger dauert, bis das System wieder in einem eingeschwungenen Zustand ist. Und je länger es dauert, dass das System in einem eingeschwungenen Zustand ist, umso geringer ist die Taktrate, die Taktfrequenz, die Sie da ansetzen können. Denn immer erst, wenn das System in einem eingeschwungenen Zustand ist, nur noch mit ein bisschen statistischen Rauschen bei der Ladungsverteilung, was nicht weiter ins Gewicht fällt, erst dann darf der nächste Takt kommen. Ja, auch hier wieder ein Beispiel dafür, wo es sich in der Praxis bewährt hat. Zunächst einmal die Drähte zu identifizieren. Also ich rede hier von Drähten, das ist natürlich nicht ganz korrekt. Die Drähte, die Verbindungen zu realisieren, zu identifizieren, die voraussichtlich der Engpass sind beim Einschwungverhalten, die voraussichtlich am längsten brauchen werden, auch wenn man noch nicht weiß, wie sie genau laufen. Aber man weiß ja, wenn man weit weg zwei Komponenten hat und dazwischen muss eine Verbindung sein, dann wird das Einschwungverhalten natürlich, es wird natürlich sehr viel länger dauern, als wenn ein Draht nur sehr kurz zu verbinden ist zwischen zwei benachbarten Komponenten oder so etwas. Beziehungsweise wenn da nicht nur von einer Komponente aus nicht nur eine weit entfernte Verbindung zu realisieren ist, sondern dann auch noch vielleicht von demselben Ausgangspin dann noch viele verschiedene Eingangspins zu bedienen sind, sodass der Draht dann also, egal wie er dann genau aussehen wird, ein sehr komplexes Einschwungverhalten haben wird und dementsprechend länger braucht, dann wird man so einen Draht erst einmal als solchen problematischen Draht identifizieren. Man wird diese Drähte identifizieren, man wird die auf Teufel komm raus möglichst gut realisieren, so mit kürzesten Wegen und sowas, wie Sie das ja kennengelernt haben. Und danach erst die ganzen unkritischen Pfade, bei denen man es sich leisten kann, Fehler zu machen, also bei denen man sich leisten kann, suboptimale Lösungen, suboptimale Verdrahtungen herzustellen. Weil selbst wenn diese Verdrahtung suboptimal ist, kommt sie noch lange nicht an die Problematik der kritischen Pfade heran. Ja, man muss immer gucken, wo man optimiert. Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, alles zu optimieren. Das klingt banal, aber sehr, sehr häufig wird gegen diese einfache Weisheit verstoßen. Deshalb versuche ich die hier gut zu vermitteln. Man muss immer schauen, wo man optimiert. Das ist genauso wie mit Code-Optimierung. Ja, ich habe schon so oft erlebt, nicht nur bei Studierenden, sondern auch in der echten Praxis, in Anführungszeichen, dass die Leute auf Teufel komm raus ihr Programm optimiert haben an Stellen, die nicht wirklich entscheidend sind für die Laufzeit des Programms. Und sich nicht auf die Stellen konzentriert haben, bei denen man wirklich etwas reißen kann. Ja, es gibt so eine Faustregel, 90 zu 10, Pareto-Regel nennt man so etwas, benannt nach einem Mathematiker namens Wilfredo Pareto, der in der Betriebswirtschaft, in der Volkswirtschaft sehr, sehr bekannt ist. Hier angewandt, 10% des Codes kosten 90% der Laufzeit. Ja, und wenn man nicht sich auf diese 10% des Codes konzentriert, die 90% der Laufzeit kosten, was ja heutzutage also mit Profiling-Tools überhaupt kein Problem ist, diese 10% zu identifizieren, wenn man dann munter überall versucht, irgendwas zu optimieren, dann wird man viel Zeit verschwendet haben in Sachen, die nicht allzu viel bringen. Gut. Kritische Punkte vorab. Ich denke, der Grundgedanke sollte soweit klar geworden sein, wie auch beim ersten Punkt Daten reduzieren, dass Sie, wenn Sie vor einer solchen Problemstellung stehen, dass Sie dann sicherlich in der Lage sein sollten, sich eigene Gedanken zu entwickeln in Ihrer konkreten Situation. Was sind die kritischen Punkte? Gemäß der Zielsetzung, die Sie haben, gemäß der Zielfunktion, die Sie optimieren wollen, die Profite maximieren, Kosten minimieren, Einschwungverhalten
optimieren oder was auch immer, dass sie da in der Lage sind, diesen Grundgedanken dann für sich auch umzusetzen in ihrer konkreten Situation. Könnte zum Beispiel schon in der Bachelorarbeit eine Rolle spielen, je nachdem, was dann ihr Bachelorarbeitsthema ist. Und das betrifft durchaus Studierende verschiedenster Studienrichtungen. So, dritter Punkt, Lösungen zuerst grob bestimmen. Da nehme ich dasselbe Beispiel wieder her. Also das Bild hat sich nicht geändert und der Text hat sich ein bisschen geändert. Worum geht es dabei? Das möchte ich Ihnen im nächsten Bild versuchen zu veranschaulichen. Ich hatte ja davon gesprochen, wir sind da in der Situation Verdrahtung von Mikrochips, dass man typischerweise zunächst einmal versucht, die Komponenten zu platzieren. Das ist natürlich alles nur schematisch gebastelt, das ist kein reales Beispiel, so wie auch dieser Draht eben kein reales Beispiel war, sondern schematisch nur beispielhaft, illustrativ. Dass man zunächst einmal die Komponenten auf dem Chip platziert, die dann irgendwo schon durch das Layout der Komponenten bestimmt ihre verschiedenen Pins hat. So, das ist jetzt ein Beispiel mit einem Draht, der zu realisieren ist, mit vier verschiedenen Pins. Einer von denen ist das Ausgangssignal von der einen Komponente und das andere sind dann halt Eingangssignale an den anderen Komponenten. Entsprechend wäre der Draht zu realisieren. Also ich rede wieder von Draht, obwohl das natürlich nicht ganz korrekt ist. Aber wir haben natürlich nicht nur dieses eine Netz, das wir realisieren wollen, sondern wir haben da Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, was weiß ich wie viele Netze, die wir zugleich realisieren wollen. Und natürlich macht dieses zweistufige Sinn, von dem ich eben gesprochen habe, aber dann, wie geht das dann weiter? Wir haben ja hier unzählige Möglichkeiten, wie wir jeden einzelnen Netz realisieren können, jeden einzelnen Draht. Ja, und wenn wir jetzt anfangen, beispielsweise einen nach dem anderen zu realisieren, einen Draht erst einmal gut verdrahten, dann den nächsten, dann treffen wir Entscheidungen, die uns potenziell später gute Lösungen dann verbauen können. Ja, also zum Beispiel könnten wir uns darauf versteifen, dass wir hier sämtliche Drähte versuchen, hier zwischendurch zu legen. Und dann kann es uns passieren, dass wir dann irgendwelche anderen Drähte haben, die wir später erst betrachten, die eigentlich viel sinnvoller hier dazwischen verlegt worden wären, die wir nur noch außenrum verlegen können, weil kein Platz mehr innen drin ist, mit riesen Umwegen, die uns dann vielleicht doch wieder das Einschwungverhalten kaputt machen, weil diese Drähte zunächst einmal vorab nicht kritisch waren, aber wenn wir jetzt riesengroße Umwege fahren müssen, weil hier drin alles schon voll mit anderen Drähten ist, dann werden die Drähte plötzlich doch kritisch und machen uns echte Probleme. Wie kann man da vorgehen, beziehungsweise wie wird auch da vorgegangen, indem man zunächst einmal, so wie Sie das hier sehen, den ganzen Bereich, die ganze Fläche in einzelne, einfach strukturierte Einheiten zerlegt, Rechtecke der Einfachheit halber, muss nicht sein, Rechtecke. Zum Beispiel muss man hier nicht nochmal zerlegen, man könnte auch das alles als eine Einheit betrachten, was dann nicht mehr ganz rechteckig ist und so weiter. Das ist sicherlich jetzt nicht so der große Punkt. Und dass man jetzt erst einmal für jeden Draht als erstes Mal nur festlegt, wo er überhaupt, durch welche dieser Rechtecke er laufen soll. Also ob der Draht, der die hier verbindet, zum Beispiel hier, das können Sie leider, wie ich sehe, auf dem Beamerbild nicht so gut erkennen, aber auf dem Bildschirm und ich denke auch auf einem Ausdruck von der Folie können Sie das ein bisschen besser erkennen, dass hier Rechtecke grau gezeichnet sind, um anzudeuten, das sollen die Rechtecke sein, in denen dieser
Draht realisiert wird. Und dann kann man mit den Kapazitäten dieser Drähte arbeiten, dieser Flächen arbeiten. Man kann vorab bestimmen, naja, wenn wir nur so und so viele Drähte hier über diese Grenze schicken und über diese Grenze und nur so und so viel über die Grenze, nur so und so viel über die Grenze, dann wird das schon im Detail verdrahtbar sein. Das wird schon passen. Und dass man dann eben schaut, okay, wir legen dann entsprechend die Drähte so entlang, gucken, dass kein Draht irgendwo weit außen rumlaufen muss, und dann erst im zweiten Schritt werden dann im Detail die Drähte in jedem einzelnen Rechteck verdrahtet. Ja? Man verdrahtet das hier, man weiß, dass dieser Pin dann nach hier an diese Fläche angeschlossen werden muss, an diese Grenze zwischen den zwei Flächen angeschlossen werden muss. Andere dann entsprechend hierhin oder auch an diese Grenze dieser Fläche. Ah, hier haben wir sogar ein Beispiel dafür, dass es nicht ganz rechteckig ist. Das heißt also, man zieht dann hier einen Draht, nur noch einen Draht nach hierhin. Andere Drähte werden nach da und nach dahin gezogen, und im Detail, dadurch, dass wir von vornherein darauf geschaut haben, was für eine Kapazität diese Flächen dann haben, was man so nach Erfahrungswerten da so alles drin verdrahten kann, an Mengen an Drähten, an Anzahlen an Drähten, dadurch wird es dann, wenn nichts ganz Dummes passiert, dann auch aufgehen mit der Verdrahtung hier jeweils in einer Fläche. Dann, wenn man diese Fläche verdrahtet hat, dann weiß man hier, jeder Pin, der von hier aus dahin gezogen wurde, an diese Grenzlinie, ist an einer bestimmten Stelle. Dann kann man dann von dieser Stelle aus dann hier wieder durchverdrahten und so weiter und so fort. Es geht immer dabei um die Reduktion von Komplexität. Das ist ein Grundmotiv der Informatik schlechthin. Reduktion von Komplexität. Sie haben Problemstellung aus der Praxis, nicht nur algorithmische Problemstellung, denken Sie auch an den Bereich Datenbanksysteme und alles. Und die Problemstellung ist viel zu komplex, um sie intellektuell vernünftig zu erfassen, und dementsprechend auch viel zu komplex, um sie dann vernünftig algorithmisch zu erfassen, um vernünftige Algorithmen drauf zu bauen, dass man versucht, diese komplexe Problemstellung in einzelne gedankliche, intellektuelle Schritte zu zerlegen, die man dann nacheinander ausführt. So, dafür ist das ein schönes Beispiel, wo man das aufgrund dieser gigantischen Komplexität, die hier drin steckt, gar nicht anders tun kann bisher. Vielleicht wird es mal irgendwann künstliche Intelligenzmöglichkeiten geben, die das auch in der Gesamtkomplexität behandeln können, ohne das niederzubrechen auf einzelne Schritte. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Also erster Schritt: Platzierung. So platzieren, dass die nächsten Schritte möglich sind, also mit genug Platz dazwischen gelassen. Zweiter Schritt: grobes Layout der Drähte, genannt Global Routing, globales Routen. Und dann dritter Schritt: in jeder einzelnen Zelle dann detailliertes Verdrahten der einzelnen Verbindungen. Ja, also anhand dieses illustrativen Beispiels eine sehr, sehr wichtige Sichtweise, die auch wieder banal zu sein scheint, aber sie ist nicht so banal, wie sie zu sein scheint, weil sie oft genug nicht die angemessene Beachtung findet. Anderes Beispiel wieder aus Großbetrieben. Auch hier wieder, ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal gesagt, ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis ist Ablaufplanung in Stahlwerken. Da geht es darum, Sie haben Kundenaufträge. Ja, jeder Kundenauftrag hat einen Liefertermin, wenn er fertig bearbeitet sein muss. Und von der initialen Schmelze bis zur Auslieferung hat jeder Kundenauftrag bestimmte Stationen in der Fabrik zu durchlaufen, bestimmte Maschinen, und auf jeder Maschine braucht
dieser Kundenauftrag eine gewisse Zeit. Ja. Wenn, also mit Kunden meine ich jetzt nicht Endkunden, damit meine ich zum Beispiel Automobilfirmen, die beispielsweise für die Karosserien eine große Menge an Blechen bestellen mit bestimmter Legierung, bestimmten Abmessungen und bestimmten Oberflächenbehandlungen und so weiter. Auf den verschiedenen Stationen, das hängt natürlich ab von der Art des Auftrags, von der Art der zu erstellenden Stücke, wie auch von der Anzahl der zu erstellenden Stücke, wie lange dieser Auftrag auf einer bestimmten Maschine braucht. Vielleicht stückelt man den Auftrag auch noch in einzelne kleinere Stücke, um das besser handzuhaben. So, und dann kann man hergehen und zunächst einmal im ersten Schritt, wir sind ja immer noch bei zweistufig, im ersten Schritt kann man erst einmal für jeden Auftrag, man weiß, wo, wie lang er ist, man weiß, wie lange er auf jeder Maschine dauern wird, dass man versucht, ihn erstmal grob irgendwo zu platzieren. Das kann man zum Beispiel machen, indem man den ganzen Planungshorizont in Intervalle zerlegt. Nicht zu grobe Intervalle, damit die Platzierung innerhalb von einem Intervall natürlich noch eine gewisse Aussagekraft hat, aber nicht zu enge Intervalle, damit man nicht hier jetzt schon die Problemstellung versucht zu lösen, dann im Detail. Das muss man sich dann anhand des Datenprofils angucken, was eine schöne Intervallbreite wäre. Oder auch beispielsweise, dass man einen zu jedem einzelnen Station in einem Kundenauftrag schon mal eine Zeit festlegt, aber nicht endgültig festlegt, sondern sagt, okay, das ist die Zeit ungefähr da, soll der Auftrag auf dieser Maschine bearbeitet werden. Und dann kann man wieder hergehen, so ähnlich wie Sie es eben im Beispiel gesehen haben, gucken, oder man kann nicht nur, man muss hergehen. Es ist ja schön und gut, wenn wir die erste Phase, die grobe Lösung, vernünftig gelöst haben, aber wir müssen natürlich auch an die zweite Phase denken, wo es dann im Detail weitergeht. Diese zweite Phase muss ja auch zu einer vernünftigen Lösung führen. Das heißt, hier in dieser ersten Phase wird man auch hier wieder mit Kapazitäten arbeiten, dass man sagt, in diesem Intervall kann man so und so viel Aufträge oder ein Auftrag mit diesem Gesamtvolumen, mit dieser Gesamtbearbeitungszeit kann man prinzipiell darin bearbeiten, in so einem Intervall. Jetzt müssen wir natürlich nicht überall die Maschine die ganze Zeit in Anspruch halten. Das heißt also, wir haben zeitliche Puffer und die sollten wir so verteilen, dass die Puffer überall groß genug sind, damit wir bei der Feinplanung dann keine Überraschung erleben, wenn wir dann genau gucken, welcher Auftrag kommt jetzt wann ran auf dieser Maschine, dass wir dann plötzlich überlegen, nee, das funktioniert nicht mehr. In der ersten Phase haben wir da doch Mist gebaut, in der zweiten Phase können wir das, was die erste Phase gesagt hat, nicht mehr im Detail realisieren, indem man einfach entsprechende Puffer versucht, die Pufferzeiten, die man hat, entsprechend zu verteilen, dass überall genug Puffer ist, dass dann die Detailplanung funktionieren wird. Vor allem an kritischen Punkten, ja, man wird, wenn man anfängt mit der groben Planung, dann wird man feststellen, dass es zum Beispiel auf irgendeiner Station, beispielsweise im Kaltwalzwerk, dann Zeiten gibt, in denen sich es voraussichtlich stauen wird, wo es besonders schwierig ist, dann die Sachen zu planen, dass man versucht, nach Möglichkeit die Situation schon in der ersten Phase zu entzerren, also Aufträge in der Zeit zurück oder nach vorne zu schieben, damit dieser kritische Zeitpunkt möglichst wenig kritisch ist. Und dann kann man diese Puffer benutzen, um in jedem Intervall, in jedem kleineren Bereich dann genau zu planen, dass das zusammenpasst. Zum Beispiel, indem man die Kundenaufträge von hinten, von den Lieferterminen her, rückwärts dann
plant, gleichzeitig plant, also in der Zeit zurückgeht, Minute für Minute zurückgeht. So, die Kundenaufträge haben wir jetzt schon, alle Kundenaufträge bis zu dieser Minute geplant und dann wieder rückwärts guckt, was kann dann in der nächsten Minute davor passieren. Das ist eine sinnvolle Vorgehensweise, wie man dann schrittweise dann die Feinplanung machen kann. Unter Berücksichtigung von dem, was man in der ersten Phase festgelegt hat. Diese Festlegungen haben natürlich ihren Sinn. Das wird aber auch darauf hinauslaufen, wenn ich das noch dazu sagen darf. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, die ich jetzt gesagt habe. Natürlich will man beispielsweise die Komponenten so eng wie möglich zueinander packen. Man will natürlich so viel Logik wie möglich auf den Chip packen. Oder umgekehrt, bei festgehaltener Logik will man natürlich den Chip möglichst klein halten. Das heißt, es wird letztendlich in der Praxis nicht darauf hinauslaufen, dass man so ein starres, zweistufiges Modell hat, sondern wenn man fest, man versucht erst einmal optimistisch über die Komponenten sehr, sehr nah zueinander zu platzieren, macht dann weiter mit dem globalen Routing hier, wie es hier angedeutet ist, und dann mit dem detaillierten Routing. Und wenn man da feststellt, dass es nicht aufgeht mit den Kapazitäten, dass man dann wieder zurückgeht, eine Stufe höher. Man weiß ja, wo es nicht aufgeht. Man weiß ja beispielsweise, dass hier an dieser Grenzlinie nicht genug Kapazität ist, um alle Drähte zu realisieren, die hier durchgehen sollen, dass man dann eine Stufe zurückgeht und beim globalen Routing erstmal vielleicht ein paar Drähte anders legt oder noch eine Stufe zurück, um dann auch die Komponenten ein bisschen weiter auseinanderzuziehen. Man versucht erstmal optimistisch, wenn es klappt, ist gut, hat man eine sehr, sehr gute Chip-Logik gebaut. Und wenn das nicht klappt, dass man dann aufgrund der Informationen, die man aus den späteren Stufen hat, hier, wo es überall schiefgelaufen ist, dass man aus diesen Informationen dann wieder weiß, wo hat man in den vorhergehenden Phasen falsche Entscheidungen getroffen. Das ist nichts anderes als etwas, was Sie auch beispielsweise im Software Engineering kennen, beziehungsweise erst kennenlernen werden. Diese strikte Vorgehensweise werden Sie dort kennenlernen, wenn Sie ihn schon kennengelernt haben, als Wasserfallmodell kennenlernen, dass man zuerst die Anforderungsanalyse macht, dann die Architektur der Software plant, dann an die Implementation geht, auch natürlich auch in einzelnen kleineren Schritten, dann evaluiert, testet und dann an den Kunden schickt. Das wissen Sie alle inzwischen aus Ihrer Praxis, dass das nicht so einfach funktioniert, sondern dass man da zyklisch arbeiten muss, dass man in späteren Phasen merkt, oh, beim Testen vielleicht erst, oh, ich habe einen Designfehler gemacht, dass man also zurückgehen muss und an dem Design noch mal was ändern muss. Aber durch die Testphase weiß man dann, welche Fehler man im Design gemacht hat, sodass man dann also kompetent wieder in der früheren Phase kleine Änderungen durchführen kann. So, damit sind wir mit diesem ersten Punkt zweistufig durch. Vielleicht noch der Punkt, der letzte Kommentar, wie ich das hier ja schon angedeutet habe, zweistufig kann ja auch mehrstufig heißen, kann auch dreistufig heißen, kann auch 357-stufig heißen. Da kommt dann Reduktion der Komplexität, also das ist dann natürlich auch keine gut handhabbare Reduktion der Komplexität mehr, wenn Sie 375 Stufen haben. Gut. Oder gibt es noch von Ihrer Seite aus Anmerkungen oder Fragen zum Thema zweistufig allgemein? Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Ansatz, was häufig in der AOD oder in vergleichbaren Lehrveranstaltungen sehr viel ausführlicher behandelt wird als bei mir. Da kann man eine Menge schöner Mathematik dabei treiben. Master-Theoremen und so weiter sind da die Stichworte. Wir kennen Divide and Conquer schon. Merge-Sort und Quick-Sort sind zwei Beispiele dafür. Was heißt das? Das ist der erste Punkt, was das heißt. Gehen wir da wieder zurück. Nehmen wir uns Merge Sort her.
Wie funktioniert Merge Sort? Sie nehmen sich die Eingabesequenz, die Sie sortieren wollen, her und zerlegen die irgendwie in zwei ungefähr gleich große Teile, also möglichst gleich große Teile. Und dann lösen Sie diese beiden Teile völlig separat voneinander. Sie haben die Problemstellung, diese Sequenz zu sortieren, erst einmal in zwei völlig voneinander unabhängige Teilprobleme zerlegt, jeweils die Sequenz für sich lösen, und dann müssen Sie die beiden Lösungen nochmal zusammenführen, die mit der Merge-Routine. Das ist ein Beispiel dafür. Jedes algorithmische Problem, das ich in Betonung voneinander unabhängige Teilprobleme zerlegen lässt, wobei die Lösungen dann natürlich noch zusammengeführt werden müssen. Quicksort, ähnliche Situation, ein bisschen anders. Sie zerlegen wieder die Sequenz in mehrere Teilsequenzen, also alles, was kleiner Pivotwert ist, alles, was größer Pivotwert ist, alles, was gleich Pivotwert ist. Das, was gleich Pivotwert ist, brauchen Sie natürlich nicht zu betrachten. Die beiden anderen müssen Sie jeweils wieder völlig unabhängig voneinander sortieren, und dann hängen Sie die Listen nur noch aneinander. Sie müssen nicht mehr wie bei Merge dann auch noch einen Merge-Schritt machen, sondern Sie hängen bei Quicksort die Listen aneinander. Der Aufwand, den man noch machen muss, ist bei Quicksort nicht am Ende die Teillösungen zusammenfügen, weil das da eben nur zusammenhängen ist, sondern der Aufwand, den Sie hier machen müssen, ist vorher beim Zerlegen der Gesamtsequenz in Teilsequenzen anhand von dem Pivot-Element. Wir werden hier nicht allzu viel dazu sagen. Wir werden noch ein weiteres Beispiel betrachten, und das ist es dann, konvexe Hülle. Werde ich Ihnen genau sagen, was das ist, beziehungsweise es ist etwas sehr Anschauliches, konvexe Hülle. Was ist das? Die Problemstellung gibt es in jeder Dimension, zweidimensional, so wie hier auf dieser zweidimensionalen Folienfläche, dreidimensional, 357-dimensional, ist immer letztendlich dieselbe Problemstellung, wenn auch natürlich mit jeder Dimension etwas komplizierter. Sie haben eine gegebene Menge von endlich viele Punkte in Ihrem R hoch n, so wie hier R hoch 2. Und was Sie finden wollen im Zweidimensionalen, ist das Polygon, das alle diese Punkte gerade so eben umfasst. Das heißt also, dessen Eckpunkte sind alles Punkte der gegebenen Menge und alle Punkte, die gegeben sind, sind in der abgeschlossenen Fläche dieses Polygons drin. Dieses Polygon ist eindeutig. Das ist in dem Beispiel klar, aber es ist auch allgemein so, dass dieses Polygon eindeutig ist. In 3D, 4D oder sowas, gut, in 3D übersetzt heißt das zum Beispiel, Sie kennen ja so Edelsteine, nicht? So geschliffene Edelsteine, die mit vielen Facetten sind. Da sind die Eckpunkte eben die Ecken des Edelsteins, und anstelle von solchen Linien hier, anstelle von solchen Strecken, haben Sie im 3D dann eben die Facetten, die die konvexe Hülle begrenzen. Ein geschliffener Edelstein ist die konvexe Hülle seiner Eckpunkte, beziehungsweise es könnten natürlich auch noch Punkte innen drin in diesem Volumen gegeben sein, dann würde sich an dem Edelstein an der konvexen Hülle aber nichts ändern. So können Sie sich das im 3D noch vielleicht gerade so eben vorstellen. In höheren Dimensionen kann man das natürlich nur noch mathematisch erfassen, nicht mehr anschaulich. So, wie geht man dort vor? Eine Standardmöglichkeit, wie man dort vorgeht, ist genau dieses Divide and Conquer. Teile und herrsche, das kennen Sie, das ist in der Militärgeschichte, in der beispielsweise Kolonialpolitik, da glaube ich, kommt dieser Begriff her.
Also der ist natürlich hier von diesen Konnotationen bereinigt. Hier geht es um ein rein technisches Prinzip. Sie haben diese Punktemenge erstmal gegeben und Sie teilen die halbe-halbe auf. Möglichst genau halbe-halbe. So wie bei Merge Sort und bei Quick Sort auch. Und wie macht man das, das halbe-halbe aufzuteilen? Naja, ganz einfach. Für jeden Punkt haben wir doch die Koordinaten gegeben. Wir sortieren die Punkte einfach nach ihren x-Koordinaten und genau, also n log n haben wir damit als Komplexität erstmal reingekriegt durch diesen vorgeschalteten Sortieralgorithmus und dann zerlegen wir genau in der Hälfte die eine, die kleinere Hälfte und die größere Hälfte. Das sind jeweils unsere beiden Punktemengen und dadurch ist gewährleistet, dass hier die Grenze zwischen den beiden Punktmengen so eine schöne Gerade ist. Durch diese einfache Art und Weise sogar eine schöne vertikale Gerade. Das Ganze würde natürlich auch funktionieren mit einer Gerade mit einem anderen Winkel, aber warum sich das Leben unnötig kompliziert machen? So, dann wird rekursiv, wie wir es bei Merge Sort, bei Quick Sort kennen, jeweils hier das Problem gelöst. Rekursionsabbruch würde man vielleicht bei drei Punkten machen. Was ist bei drei Punkten? Die konvexe Hülle, natürlich das Dreieck auf den drei Punkten, mit diesen Dreieckpunkten. Logisch. Also braucht man da nicht tiefer zu gehen. Und Rekursionsschritt wäre der, also wieder wie bei allen Rekursionen, dass wir als Blackbox voraussetzen, auf diesen beiden Induktionsvoraussetzungen, auf diesen beiden kleineren Punktemengen funktioniert der Algorithmus korrekt. Jetzt müssen wir nur noch einsehen, dass das Zusammenfügen der Lösungen korrekt ist. Und Sie sehen schon, wie man da rangehen muss. Das kann ich Ihnen erklären, ohne dass ich Ihnen den Code zeige, denke ich. Also soweit, dass Sie potenziell auch in der Lage wären, diese Problemstellung, zumindest im Zweidimensionalen, zu programmieren, diesen Algorithmus zu programmieren. Wir müssen uns hier diesen Punkt finden. Wir müssen die beiden Punkte finden, die wir hier oben miteinander verbinden müssen und die beiden Punkte, die wir hier unten miteinander verbinden müssen. Also hier den jeweils, hier müssen wir gucken, ob der mit dem oder der mit dem geht. Hier, wo die höchste Gerade zwischen zwei Punkten ist und hier, wo die tiefste Gerade zwischen zwei Punkten ist, die natürlich nicht durch die Fläche durchgehen muss. Und dann fügen wir diese beiden Kanten in unseren Polygon rein und müssen das, was hier rechterseits zwischen diesen beiden Punkten ist, natürlich rausschmeißen und alles, was hier linkerseits ist, von diesen beiden Punkten natürlich auch rausschmeißen. Und wenn wir diese beiden Streckenzüge miteinander rausgeschmissen haben, dann bleibt übrig das Gesamtpolygon. Und das Ganze läuft dann tatsächlich auch auf n log n Gesamtkomplexität hinaus, was doch was Schönes ist. Ja, also praktisch Echtzeit. Wenn wir nicht Terabyte von Punkten in der Ebene haben, wovon ich allerdings noch keine Anwendung gesehen habe. So, das ist alles, was ich sagen wollte zu Divide and Conquer. Also nochmal, das wird uns auch jetzt weiter begegnen, dass dann immer dabei steht, auf welche Art von algorithmischen Problemstellungen das passt. Das heißt also, wenn Sie eine unbekannte Problemstellung haben, dann sollten Sie sich unter anderem die Frage stellen, also natürlich die Frage, die wir zuerst gesehen haben, wie ist das mit dem zweistufigen Lösen? Können wir Daten vorab reduzieren? Können wir die kritischen Punkte vorab identifizieren? Können wir vorher eine ungefähre Lösung basteln, bevor wir ins Detail gehen? Auch nochmal die Frage, können wir die Problemstellung so in Teilprobleme zerlegen, dass die unabhängig voneinander sind? Was man machen kann, wenn die nicht unabhängig voneinander sind, das sehen wir jetzt. Auch hier wieder der Punkt. Ja, passt nicht auf alle Probleme mit der und der Eigenschaft, aber passt auf viele Probleme mit der und der Eigenschaft. Und ich will Ihnen ein Gefühl dafür vermitteln,
auf welche Art von Problemen das dann passen wird mit der und der Eigenschaft. Was ist die Idee dabei? Wir haben schon mehrfach gesehen, da unten sehen Sie zwei Beispiele, die wir Sie schon gesehen haben. Nee, ein Beispiel haben Sie schon gesehen, Fibonacci-Zahlen, Binomialkoeffizienten werden wir uns dann auch anschauen. Was ist die Situation? Beziehungsweise wir gucken oft genug, das haben wir schon gesehen, am Beispiel von Fibonacci, wenn Sie das, Sie haben die Problemstellung eigentlich in natürlicher Form schon gegeben, in Form von einer Rekursion, einer Rekursionsgleichung. Aber die Rekursionsgleichung, die geht auseinander. Ja? Innerhalb eines rekursiven Aufrufs ruft die Methode sich selber zweimal oder sogar noch öfters rekursiv auf. Und wir haben das schon gesehen am Beispiel von Fibonacci, das ist schlecht. Da kommt potenziell dann exponentielle Komplexität dabei heraus. Und zwar völlig unnötigerweise. Gehen wir mal zu Fibonacci. So, völlig unnötigerweise kommt da eine viel zu hohe Komplexität dabei raus, exponentielle Komplexität. Denn wenn Sie sich vorstellen, was da eigentlich passiert in der Rekursion, ja, wie war die Rekursionsgleichung hier oben? Fibonacci von n ist gleich Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2. Das heißt also, wenn Sie Fibonacci von 50 berechnen, also 49, 48 und von 49 dann auch wieder 48, 47 und von 48 wieder 47, 46 und so weiter und so fort. Sie berechnen laufend dieselben Ergebnisse immer und immer und immer wieder und vergessen die auch gleich wieder. Das kann ja nichts werden. Das kann ja nichts Vernünftiges sein. Vor allem, wenn man denkt, wie häufig sie dann, ja, stellen Sie sich mal vor, wie häufig sie dann da unten bei Fibonacci 0 und Fibonacci 1 ankommen, wenn sich das dann auf jeder Stufe immer so praktisch verdoppelt. Wir haben es ja abgeschätzt. Wir haben ja gesehen, wir haben nicht genau gesehen, wie hoch die Komplexität ist, aber wir haben sie nach unten abgeschätzt, dass das immer noch auf jeden Fall was Exponentielles sein muss. Da in dem Live-Coding, wo es um Komplexität ging, hatten wir auch Fibonacci betrachtet und genau diese Abschätzung gemacht. Und hier beim Binomialkoeffizienten ist es genau dasselbe. Den kennen Sie ja aus der Mathematik. Sie wissen, was die anschauliche also die Begründung für den Binomialkoeffizienten ist, nämlich das ist n über k ist die Menge aller k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge. Fundamental für die gesamte Mathematik, insbesondere für Dinge wie Wahrscheinlichkeitsrechnung, natürliche Statistik. Auch hier dieselbe Problematik wieder. Ja? Sie haben den Binomialkoeffizienten gegeben, die kann man sogar verstehen, diese Formel. Die muss man nicht einfach nur auswendig lernen. Die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge lässt sich in zwei Teile zerlegen. Ja? Wir nehmen das nte Element her, entweder ist es in der Teilmenge drin oder nicht. Hier ist die Anzahl aller k-elementigen Teilmengen drin, einer n-elementigen Menge, die das letzte Element enthalten, sodass Sie auf den anderen Elementen nur noch k-1 auf den Elemente auszuwählen haben. Und das ist die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge, die das letzte Element nicht enthalten, sodass Sie also alle Elemente aus den n-1 verbliebenen auswählen müssen. Ja, man muss es nicht nur beweisen, man kann es auch verstehen, warum diese Rekursion so ist. Aber gehen wir nochmal zurück zu Fibonacci-Zahlen. Da haben wir schon gesehen, wie man das Problem lösen kann, iterativ. Und das ist das Grundprinzip von dynamischer Programmierung. Man nimmt sich die rekursive Darstellung her, die man halt irgendwo her hat, beispielsweise eben aus der mathematischen Darstellung, wie hier, und guckt, ob man die nicht iterativ von unten nach oben aufbauen kann.
Das ist jetzt bei Fibonacci-Zahlen eine recht einfache Sache, nämlich wir brauchen ja Fibonacci von 357 nur, um Fibonacci von 358 und Fibonacci von 359 zu berechnen. Ansonsten brauchen wir Fibonacci von 357 nicht. Nur in dem Moment brauchen wir das. Das heißt also, wir können das Problem so lösen, indem wir sozusagen ein dreielementiges Fenster über die natürlichen Zahlen schieben. Fibonacci von 357, 358, 359. 357 und 358 sind hier in F1 und F2 drin. Wie rum jeweils? Also in F2 ist dann der größere der von den beiden drin, in F1 jeweils der kleinere von den beiden. Und dann können wir 359 berechnen, können 357 vergessen, haben jetzt 358 und 359, können 360 berechnen. Ja? Mehr brauchen wir da ja nicht. Und das ist ja ein typisches Verhalten bei Rekursion, dass man nur bestimmte Werte braucht, von kleineren Zahlen n, nicht alle Werte für kleinere Zahlen n, sodass man da also tatsächlich was mitmachen kann. Jetzt der kompliziertere Fall, der dann schon wieder ähnlich ist, wie der dann schon näher an den Gedanken der dynamischen Programmierung rankommt. Wie berechnen wir den Binomialkoeffizienten iterativ? Im Grunde ist das dahinter das Pascalsche Dreieck. Nur, dass wir das ein bisschen hier noch erstmal in der ersten Variante. In zwei Varianten betrachten wir es, in der ersten Variante ein bisschen aufblähen. Wir nehmen uns, das ist jetzt die typische Situation, ja? Sie haben eine Rekursion mit zwei Parametern, n und k. Vielleicht haben Sie auch drei Parameter drin, n, k und l oder was weiß ich. Und so viele Parameter, wie Sie hier haben, zur Beschreibung des Ganzen. So viele Dimensionen brauchen Sie. Sie speichern sich eine. Wir wollen uns in einer Matrix jeden Wert n über k speichern, den wir brauchen, um am Ende unser Gesamtergebnis zu bekommen. Das heißt also, wir brauchen einen Slot für jedes 0 bis n und für jedes 0 bis k. Nicht ganz, also k größer n, dafür bräuchten wir natürlich eigentlich nichts, aber wir basteln, also wir nehmen uns der Einfachheit halber eine Matrix. Muss keine Matrix sein, könnte auch was Dreieckiges sein, dann haben Sie genau das Pascalsche Dreieck, wenn Sie sagen, okay, jeweils das k braucht, also wir brauchen natürlich in jeder Zeile nur. Auf der Zeile i braucht man natürlich nur i-Einträge und nicht bis zum k. So, und dann, ups, sorry, und dann fangen wir an, hier erst einmal zu initialisieren, nämlich, dass wir hier in diesen beiden das Initialisieren für alle i mit 0 können wir gleich reinsetzen. Ja, also was heißt initialisieren? Das heißt, dass wir hier überall die Abbruchbedingung reinsetzen, wo wir sie reinsetzen können. Das können wir überall, wo hier eine 0 steht und überall da, wo hier erster gleich zweiter Index ist. Nicht? Genau das haben wir hier. N über 0, N über N. Da können wir überall schon mal die 1 reinsetzen. Und dann können wir einfach vorgehen in der Schleife von unten nach oben, so wie wir es eben bei Fibonacci gesehen haben, weil wir müssen uns jedes Mal anschauen, wenn ich einen Wert berechnen will, Matrixwert, Index i, Index j, welche Werte brauche ich denn dafür? Müssen wir halt in die Rekursionsgleichung hinschauen. Für diesen Wert hier, n über k, brauche ich diese beiden Werte, zweimal n minus 1 und einmal k minus 1, einmal k. So, die beiden müssen da sein. Das heißt,
Ich muss meine Schleife so gestalten, ich muss den Durchlauf durch die einzelnen Indizes 0 bis n, 0 bis k so gestalten, dass immer dann ein Wert schon berechnet ist, wenn ich ihn brauche. So wie bei Fibonacci, dieses Fenster, was immer hochgeht, so hier auch. Ich muss nur dafür sorgen, durch die Schleife hier, und das kann ich hier einfach, indem ich beides aufsteigen mache, dass diese Werte schon da sind. Und dann können wir am Ende, MNK ausgeben und sind glücklich. Und was hat uns das an Komplexität jetzt gekostet? Naja, n mal k im Grunde, nicht? Ist die Komplexität. Wir müssen eine so große Matrix einrichten. Wir haben, wenn wir das so machen, die Hälfte der Indizes verschenkt, denn wir sind ja nur bei der, es passiert ja nur was bei der oberen, ist das jetzt die obere? Ja, der untere Dreiecksteil der Matrix, nur auf dem arbeiten wir ja hier. Aber dass wir nur die Hälfte der Indizes anfassen, ändert ja nichts an der gesamten asymptotischen Komplexität, ist ja nur der konstante Faktor 2. Das heißt also, wir haben n mal k Komplexität, was natürlich ein riesiger Unterschied ist zu dem, was Sie hätten an Komplexität, wenn Sie hier ganz einfach diese Formel hernehmen würden und die Methode auf Basis dieser Formel rekursiv implementieren würden. Ja, da würden Sie natürlich auch wieder bei exponentieller Komplexität landen. So, das ist eine Möglichkeit, wie man das, was ist das Prinzip der dynamischen Programmierung dahinter? Rekursionsgleichung umwandeln in eine Iteration. Und wir hatten hier zwei Parameter, n und k. Das heißt also, wir brauchen eine zweidimensionale Matrix, entsprechend bei mehr Parametern in der Rekursionsgleichung entsprechend mehr Dimensionen. Und dann füllen wir Schritt für Schritt die Werte in der Matrix auf und müssen dabei beim iterativen Durchlauf eben nur darauf achten, dass die Reihenfolge so stimmt, dass jedes Element dass jeder Wert berechnet ist, wenn er gebraucht wird. Das kann man jetzt noch mal ein bisschen platzsparender machen. Man braucht nicht eine ganze Matrix anzulegen. Gut, hier bei Binomialkoeffizienten, wo wir sowieso nicht so weit, mag das jetzt alles typischerweise nicht so problematisch sein, eine Matrix anzulegen, n kreuz k oder n plus 1 kreuz k plus 1. Aber in anderen Anwendungsfällen von dynamischer Programmierung wird es einem vielleicht wehtun, da so eine ganze Matrix anzulegen, weil sie nicht mehr ganz in den Hauptspeicher passt oder so etwas. Deshalb macht es immer Sinn, sich zu überlegen, wie man Platz speichern kann. Das haben wir, ohne es zu sagen, schon bei Fibonacci gemacht. Denn natürlich könnte man bei Fibonacci, ist erstmal die naheliegende Idee, oder das, was wir hier eben gemacht haben, wenn man das eins zu eins überlegt, was heißt denn das bei Fibonacci, dann ist die naheliegende Idee, wir richten uns ein Array ein, 0, 1, 2, 3, die Indizes, und beim Index i berechnen wir Fibonacci von i. Hätte man so machen können. Das ist erstmal die naheliegende Umsetzung von dynamischer Programmierung. Ein Parameter n, also eindimensionale Matrix in Anführungszeichen, ein Array und Fibonacci i an Index i. Aber da haben wir schon, ohne es zu sagen, schon den zweiten Schritt gemacht, Speicherplatz zu sparen, indem wir eben uns klar gemacht haben, für Fibonacci i brauchen wir nur i-1 und i-2, und das können wir, so wie wir das gesehen haben, hier immer einfach mitschleppen. Wir brauchen nur diese drei Speicherplätze, wir brauchen nicht n viele Speicherplätze in einem Array. Und genau das können wir beim Binomialkoeffizienten, diese Logik können wir hier auch anwenden, weil wir ja halt hier nochmal zurück, weil wir ja hier, wenn wir einen Wert berechnen, dann brauchen wir nur zwei Werte, wo das i um 1 kleiner ist. Für i brauchen wir nur, wenn wir die Werte für i berechnen, brauchen wir nur die Werte für i-1. Alles andere, Index i-2, i-3 und so weiter zurück, brauchen wir ja gar nicht mehr und brauchen später auch nie wieder. Das heißt, wir können auch hier wieder gucken,
wie bei Fibonacci, dass wir die i's sozusagen nun ein Fenster haben, i und i minus 1 jeweils miteinander. Und alles, was davor war, ist schon wieder überschrieben worden. Und das könnte zum Beispiel so implementiert sein. Wir machen uns jetzt hier erst einmal vorneweg diesen Punkt, den habe ich den hier bei dem anderen auch gehabt? Ja, hatte ich auch gehabt, hatte ich aber nicht erwähnt, dass wir natürlich Situationen haben, in denen wir von vornherein gar nichts erst machen müssen. So. Wir machen uns, wir sparen uns noch ein bisschen Speicherplatz, nicht allzu viel mehr, indem wir die Symmetrie des Binomialkoeffizienten ausnutzen. Ja, Sie kennen das vom Pascalschen Dreieck her. N über 3 ist dasselbe wie N über N minus 3. Das heißt also, ich kann einfach mir aussuchen, ob ich N über K oder N über N minus K berechne. Beides sind dieselben Werte. Und ich suche mir das so aus, dass ich den kleineren von den beiden nehme. Also falls K größer als N minus K ist, dann ändere ich K zu N minus K ab und habe mir da ein bisschen was gespart. So, und jetzt gehen wir nur noch ein Array mit einem Indexbereich durch, weil, also wir haben ja i minus 1 und i, das haben wir gesagt, aber auf dem anderen Dimension müssen wir natürlich noch alle Werte berechnen, weil wir hier müssen wir auch nochmal die innere Schleife durchgehen, da brauchen wir für i minus 1 alle Werte, müssen wir darauf zugreifen, also brauchen wir hier einen Index, ein Array wieder mit diesem Indexbereich. Und was ist jetzt hier die Invariante? Hier macht es wieder Sinn, sich klar zu machen, was die Invariante ist. Denn Invariante, das habe ich ja mehrfach gesagt, ist nichts anderes als die explizit formulierte Logik einer Schleife. Das, was man sich eigentlich denken sollte, wenn man versuchen will, die Schleife zu verstehen, gegebenenfalls, wenn man versuchen will, die Schleife zu debuggen. Dafür muss man sie ja verstehen. Invariante ist, hier ist die Initialisierung, dass in diesem Array stehen zuerst mal, muss ich erst selber nochmal überlegen, was die Invariante ist. Array hat diese Größe, da stehen zuerst mal drin 1 über, dann 2 über, dann 3 über und so weiter und so fort über die jeweiligen Indizes, nicht? Es geht jeweils hier 1, das n geht jeweils 1 höher. Nee, stimmt nicht. Das n geht nicht 1 höher, doch. Genau, okay. So, was wir jetzt hier machen, ist letztendlich genau dieselbe Schleife, die wir jetzt in dem letzten Beispiel hatten. Und nur jetzt nicht mehr, dass wir hier dann, wie vorher hier, auf verschiedene Matrix-Einträge zugreifen können. Die haben wir berechnet, das berechnen wir als nächstes, sondern dass wir den Platz dafür in diesem Array immer wieder recyceln. AJ gleich dem. Und hier sehen Sie schon die Problematik. Wir müssen jetzt an dieser Stelle noch mehr, noch höllischer als vorher mit den Matrizen aufpassen, dass die Reihenfolge nicht falsch ist. Ja, wir müssen in der richtigen Reihenfolge durchgehen, sodass hier dieser Wert noch der richtige ist, nicht der falsche Wert ist, sodass es dann zusammenpasst. Ja, dass der Wert, hier ist natürlich der alte Wert drin, klar, den überschreiben wir jetzt gerade, aber dass wir es nicht verkehrt rum machen, dass wir diesen Wert dummerweise schon abgedatet haben, obwohl wir den alten Wert noch brauchen. Und wenn wir das uns richtig überlegt haben,
dann ergibt sich aus der Invariante wieder, dass n über irgendwas hier steht und n über k am Index k. Gut, das ist das Prinzip der dynamischen Programmierung jetzt erst einmal. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Wir werden später eine gut gangbare praktische Lösung für das Rucksackproblem kennenlernen auf Basis von dynamischer Programmierung, wo es aber um ein anderes Thema geht, nämlich Ausnutzung des Profils der Daten, direkte Ausnutzung des Datenprofils. Hier belassen wir es erstmal dabei, dass Sie gesehen haben, worum es bei der dynamischen Programmierung geht. Punkt 1, Rekursion in Iteration verwandeln. Jeder Parameter, der in der Definition der Rekursionsgleichung drin ist, wird dann eine Dimension in so einer Matrix. Und dann muss man nur noch schauen, dass man in der richtigen Reihenfolge die Werte in dieser Matrix berechnet, und man kann noch durch scharfes Hinschauen gucken, wie lange brauche ich denn jeden Wert, den ich da in der Matrix berechne, und dementsprechend den Speicherplatz reduzieren, indem ich immer wieder den Speicherplatz, den ich angelegt habe, überschreiben kann. Ich muss nur aufpassen, höllisch aufpassen, dass ich es in der richtigen Reihenfolge mache, dass ich nicht einen Wert schon überschrieben habe, bevor ich den dann später nochmal brauche. Das ist in einer Nussschale das Prinzip der dynamischen Programmierung. Gibt es hier an dieser Stelle Fragen, Anmerkungen? Gut, ich bilde mir ein, Sie haben ja mitbekommen, dass ich die Klausuren vom letzten Jahr inklusive Referenzlösung und Bewertungsschema in Moodle eingehängt habe. Und ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber wenn ich mich richtig entsinne, war mindestens eine Aufgabe da auch verbunden mit dynamischer Programmierung in einer der beiden Klausuren. Weiß nicht mehr genau. Gut, kommen wir zum nächsten Ansatz, der völlig anders wiederum geht. Der Ansatz heißt Greedy, was man meistens mit gierig übersetzt. Das ist so die Standardübersetzung aus dem Englischen, das Wort ist Greedy. Aber ich bin damit nicht ganz glücklich. Also ich würde es immer hier in diesem Zusammenhang mit kurzsichtig übersetzen. Genau darum geht es. Man trifft kurzsichtige Entscheidungen. Man guckt sich an, was kann man als nächstes möglichst gut tun, und macht das und ändert das nie wieder ab. Und dann trifft man die nächste Entscheidung, macht das, ändert das nie wieder ab und so weiter und so fort. Immer kurzsichtig, nur sozusagen der Fokus auf die nächste kleine Entscheidung, so wie im täglichen Leben, nicht? Wie häufig trifft man da kurzsichtige Entscheidungen und stellt dann hinterher fest, oh Mann, ich hätte mir besser noch die Spätfolgen der Entscheidung, die ich da getroffen habe, oder durch Nicht-Treffen einer Entscheidung doch getroffen habe, indirekt, implizit getroffen habe, ich hätte mir die Spätfolgen doch besser überlegen sollen. Zum Beispiel die kurzsichtige Entscheidung, dem inneren Schweinehund zu folgen und sich nicht mit Studieninhalten zu befassen, je nachdem, wie weit die Prüfung noch entfernt ist, kann das mehr oder weniger schlecht gewesen sein. So, worum geht es da? Es geht um Auswahlen generell. Das heißt, eine Lösung ist eine Auswahl. Dafür hatten wir ein paar Beispiele. Das Rucksackproblem ist so ein Beispiel. Sie wollen ja sogar ein unmittelbares Beispiel. Sie wollen ja eine Auswahl treffen von Dingen, die Sie mitnehmen in Ihrem Rucksack oder in Ihrem LKW oder was auch immer, möglichst gut. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Minimalspannbaum. Auch da wollen Sie eine Auswahl treffen, eine Auswahl von Kanten, die zusammen einen spannenden Baum darstellen, und der soll dann minimale Gesamtlänge haben. Da kennen Sie schon
den Greedy-Algorithmus beim minimalen Spannbaumproblem oder maximalen Spannbaumproblem. Das ist nämlich der Algorithmus von Kruskal. Erinnerung, Sie sortieren die Kanten und gucken sich jede Kante an, von der schwersten bis zur leichtesten. Kann ich die reinnehmen in die bisher gebastelte teilweise Lösung? Ja, dann mache ich das. Wenn nein, dann verwerfe ich das. Und diese Entscheidung ist kurzsichtig. Ich gucke mir ja nicht an, was mit den anderen Kanten, die ich noch nicht betrachtet habe, da noch so ist. Das ist in dem Sinne kurzsichtig, völlig fokussiert auf diese eine unmittelbare Entscheidung. Und diese Entscheidung revidiere ich auch nicht mehr. Ja, wenn ich entschieden habe, die Kante reinzunehmen, dann bleibt sie in der Lösung drin. Wenn ich mich entschieden habe, die Kante zu verwerfen, dann kommt sie niemals in die Lösung hinein. Das ist ein Beispiel für Greedy-Ansatz. Wir haben gesehen, dass der Greedy-Ansatz hier tatsächlich zu einer Optimallösung führt, was im Allgemeinen nicht der Fall ist. Schon bei Steinerbaumproblemen wird es nicht mehr funktionieren. So, also, wie geht der Ansatz vor? Wir fangen erst einmal, also Sie haben das ja öfters mal gesehen auf den Folien, wir sammeln die ganzen Sachen, die wir auswählen wollen, beispielsweise in einer Liste und starten mit einer leeren Liste. Das ist hier gemeint mit der leeren Auswahl, mit der wir starten. Und dann gucken wir uns die Elemente in der Reihenfolge an, so wie beim Algorithmus von Kruskal. Gucken wir uns das an, was da das Beste sein könnte. Immer die Kanten nach ihrem Gewicht. Das steckt dahinter, dass wir immer das profitabelste Element wählen. Erst die schwerste Kante, dann die zweitschwerste Kante und so weiter gehen wir durch. Und jedes Mal, wenn es noch passt, dann fügen wir eine weitere Kante ein. Also, wir haben da verschiedene Varianten, verschiedene Situationen. Eben beim minimalen Spannbaum, Rucksackproblem, wie würde es da aussehen? Wie sieht der Greedy-Ansatz da aus? Wir fangen an mit einer leeren Auswahl wieder von Dingen, die wir in unseren Rucksack packen wollen. Und dann müssen wir irgendwie bestimmen, in welcher Reihenfolge wir uns die ganzen Güter, die wir da reinpacken können, wie wir da nach dieser Reihenfolge bestimmen, in welcher Reihenfolge wir uns die alle angucken. Wir können natürlich nach dem reinen Profit hergehen. Ja? Sie erinnern sich, wie das Rucksackproblem definiert ist. Sie haben beispielsweise einen LKW und Sie haben einen Haufen von Gütern, die Sie zum Markt fahren wollen. Jedes Gut hat ein gewisses Gewicht. Jedes Gut hat einen gewissen Verkaufsprofit, wenn Sie mitnehmen zum Markt. Einen geschätzten Verkaufsprofit. Natürlich, wenn auf dem Markt gefeilscht wird. Und Sie dürfen natürlich die maximale Zuladung des LKWs nicht überstreiten. Wir sind ja gesetzestreue Bürger hier. Gut, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, das ist das, was ich am teuersten verkaufen kann. Das gucke ich mir als erstes an. Das zweiteuerste gucke ich mir als zweites an und so weiter und so fort. Und Greedy-Ansatz wäre dann eben, in dieser Reihenfolge durchzugehen und gucken, passt das Profitabelste rein? Nehmen wir rein. Entscheidung getroffen, für was das Profitabelste angeht. Nehmen wir uns das Zweitprofitabelste an, passt es noch rein? Dann ja. Entscheidung getroffen, passt es nicht rein? Dann wird es zur Seite gepackt, Entscheidung getroffen. Haben Sie eine Frage? Genau. Das ist genau sicherlich eine sehr zielführende Idee, zu der ich noch nicht ganz gekommen bin. So kann man natürlich vorgehen, nicht? Schrittweise. Aber das Problem an der Sache ergibt sich natürlich dann, wenn es große Unterschiede bei den Profiten und bei den Gewichten gibt, dass vielleicht das, was das den größten Profit bringt, überproportional viel Gewicht auch hat. Ja, wenn das, was den größten Profit bringt, schon so viel Gewicht hat, dass die maximale Zuladung erreicht ist und Sie nichts mehr anderes dazu laden können, so im Extremfall, dann haben Sie natürlich eine schlechte Lösung getroffen. Es macht eher Sinn, zum Beispiel, Sie haben es jetzt Profitdichte genannt, so könnte man es nennen, dass man den Quotienten aus dem Profit
und dem Gewicht hernimmt. Das heißt also relativ dazu, wie viel an Kapazität verbraucht wird durch dieses Gut, relativ dazu den Profit herzunehmen. Man kann das natürlich auch noch ganz anders machen als diese beiden Möglichkeiten. Das hängt vielleicht auch vom Datenprofil wieder ab, ob es nicht andere sinnvolle Möglichkeiten geben könnte. Wenn alle das gleiche Gewicht hätten, dann kann man natürlich einfach nach dem Profit geben, zum Beispiel. Aber Sie sehen, es gibt für eine Problemstellung nicht den Greedy-Ansatz, sondern man kann das verschieden variieren und dementsprechend gute oder weniger gute Lösungen herausbekommen. TSP, wie kann man sich da einen Greedy-Algorithmus vorstellen? Was war nochmal die Problemstellung? Gegeben sind endlich viele Punkte in der Ebene. Gesucht ist ein geschlossener Streckenzug, der alle diese Punkte jeweils genau einmal abläuft. Wie kann man da vorgehen? Eine Möglichkeit, da vorzugehen, ist beispielsweise genau 1:1 die Idee von Kruskal zu übernehmen. Sie sortieren die Kanten einfach, die kürzeste Kante zuerst. Sie nehmen sich alle Quadrate, es sind ja quadratisch viele Kanten, die Sie da haben, ja, weil Sie jeden Punkt mit jedem Punkt ja verbinden könnten. Sie nehmen sich alle diese Kanten her, sortieren die nach ihrer Länge und gehen nach dieser Länge durch, immer nach derselben Logik. Invariante ist, dass das, was ich bisher ausgewählt habe an Kanten, dass sich das zu einer Rundtour erweitern lässt. Genau wie bei Kruskal. Da war die Invariante, dass das, was wir bisher ausgesucht haben, sich zu einem minimalen Spannbaum erweitern lässt. Ja, der Kreis schließt sich. Es sind immer wieder dieselben Dinge. So kann man hier vorgehen. Ja? Was muss man da prüfen? Also Sie haben jetzt schon eine Menge von Kanten, von denen Sie wissen, dass Sie als Induktionsvoraussetzung davon ausgehen, dass Sie sich zu einer Rundtour erweitern lassen, und die Kanten können beliebig verteilt sein. Worauf müssen Sie achten? Sie müssen darauf achten, dass nicht mehr als zwei Kanten an einem einzelnen Knoten dran sind. Und Sie müssen auch darauf achten, also wenn an einem Knoten schon zwei Kanten dran sind, dann dürfen Sie keine dritte Kante an diesem Knoten hin zur Auswahl hinzunehmen. Und das Zweite, worauf Sie achten müssen, ist, dass sich kein Kurzschluss bildet, dass sich keine Subtour auf einer Teilmenge der Knoten bildet. Das heißt also, wenn Sie einen Pfad haben von mehreren Kanten, dann dürfen Sie nicht, auch nicht die beiden Eckpunkte haben jeweils nur eine Kante bisher, aber Sie dürfen die beiden Endpunkte dieses Pfades trotzdem nicht miteinander verbinden, weil Sie dann eine Subtour schließen würden und es Ihnen damit unmöglich ist, das Ganze nochmal zu einer Rundtour zu verallgemeinern, zu erweitern. Wenn Sie diese beiden Punkte beachten, die man ja leicht algorithmisch stecken kann, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Sie können das exakt wie bei Kruskal machen, ja? In diesem Pfad, genau mit diesem Union Find, was wir da gemacht haben, ja? Dieser Pfad ist eine Teilmenge, die Sie in der Union Find Datenstruktur verwalten, und Sie gucken bei den beiden Endpunkten, ob die in derselben Teilmenge sind. Dann dürfen Sie natürlich nicht verbinden, außer Sie sind ganz am Ende und alle Punkte sind schon miteinander verbunden, dann schließen Sie ja nur noch den Zyklus auf allen Knoten, auf allen Punkten. Und wenn Sie eine Verbindung zwischen zwei Punkten ziehen, eine Strecke ziehen, dann vereinigen Sie die beiden Zusammenhangskomponenten, die beiden Pfade, die da dranhängen. Es ist im Prinzip dieselbe Implementation wie Kruskal, nur dass Sie jetzt nicht mehr Bäume, sondern Pfade haben. Ansonsten ist es derselbe Code. Das ist eine Möglichkeit, wie man greedy-mäßig hier vorgehen kann. Eine andere Möglichkeit, wie man greedy-mäßig vorgehen kann, ist, dass man als Invariante nicht hat, dass wir eine beliebige Menge haben, von der wir nur wissen, dass sie sich zu einer Rundtour erweitern lässt, sondern wir haben als Invariante, dass wir die ganze Zeit einen Pfad haben, der in jeder Iteration um 1 wächst. Das heißt also, dass wir uns den Anfangspunkt hernehmen des Pfades oder den Endpunkt des Pfades und gucken, was ist jetzt die billigste Möglichkeit, um von diesem Punkt aus
zu einem weiteren Punkt zu kommen, der noch nicht auf diesem Pfad drauf liegt. Also damit den Pfad dann um eins verlängert haben. Greedy-mäßig nehmen wir die billigste Möglichkeit. Kurzsichtig, denn wir können uns damit Möglichkeiten verbauen. Sie können sich gerne zu Hause Beispiele überlegen, mit denen man, bei denen diese einfache Vorgehensweise, dieser Greedy-Algorithmus, beliebig in die Irre geführt werden kann. Das heißt also, dafür gesorgt werden kann, dass die wirklich guten Lösungen nicht gefunden werden, sondern nur sehr schlechte Lösungen gefunden werden. Gut, das wären zwei Beispiele etwa beim TSP, wie man da mit dem Greedy-Algorithmus, wie man da einen Greedy-Algorithmus realisieren kann. Durchaus nichts Schlechtes. Also auch wenn diese Algorithmen, man kann diese Algorithmen beliebig durch Konstruktion des Beispiels in die Irre führen. Aber das muss noch lange nicht heißen, dass in realen Problemstellungen tatsächlich schlechte Lösungen herauskommen. Ja? Wenn Sie beispielsweise wieder an geografische Städte, verteilte Städte denken, ja? Wenn Sie da mit diesem Kruskal-artigen Greedy-Ansatz rangehen und erst einmal so benachbarte Städte miteinander verbinden, die sehr, sehr kurz zueinander sind und dann so nach und nach Kanten hinzunehmen, die weniger nah beieinander sind, immer so schrittweise, dann wird da voraussichtlich schon eine sehr, sehr gute Runde herauskommen. Wenn Sie Glück haben, sogar die optimale Runde, das ist nicht auszuschließen, aber es ist nicht garantiert und es ist auch nicht so ohne weiteres feststellbar, nicht so leicht feststellbar, ob das die optimale Runde ist oder nicht. Es ist nicht so leicht feststellbar, ob es nicht doch eine bessere Rundtour gibt. Ja, also ich will das auf keinen Fall hier schlecht reden, nur weil es keine Garantie gibt, dass da was Gutes herauskommt, muss es nicht heißen, dass was Schlechtes dabei herauskommt. Es kann sogar je nach Anwendungsfall sein, dass eigentlich immer was ordentliches Gutes dabei rauskommt, wenn auch nicht unbedingt das Beste. Gut, das mit den Pfaden zum Beispiel, dieser Greedy-Ansatz, das ist eine ganz gute Sache, wenn Sie zusätzliche Bedingungen im TSP haben. Ich hatte davon gesprochen, dass wir das TSP eingeführt haben. Sie haben zum Beispiel Bedingungen in der Form, dass bestimmte Knoten nur in bestimmten Zeitfenstern, also an bestimmten Positionen, ja, vorkommen dürfen, ja. Stichwort Pizza-Auslieferungsservice. Ja. Wenn der Pizza-Auslieferungsservice eine Rundtour macht, dann haben Sie ja vorher jeweils Zeitfenster angegeben oder es wurde Ihnen ein Zeitfenster garantiert, wann der kommt. Okay, Pizza-Auslieferung ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Besseres Beispiel ist Heizöllieferung oder so etwas. Auch wenn das natürlich in der Praxis nicht mit dem Algorithmus gebastelt wird, jedenfalls nicht mit dem Computereinsatz, sondern eher von Hand. Ja, dann funktioniert das, dieser Greedy-Ansatz mit dem, dann ist das eine gute Option, dieser Greedy-Ansatz mit dem Pfad, weil Sie dann ja, immer wenn Sie den Pfad erweitern wollen, gucken Sie dann, also Sie haben eine andere Logik danach, was jetzt die beste, profitabelste Lösung ist. Ja, Sie gucken danach, nach diesen Zeitfenstern, welcher von den Punkten, die noch nicht angefahren ist, ist jetzt der dringlichste. Also hat schon sein Zeitfenster erreicht demnächst und hat aber so ein enges Zeitfenster, oder hat es schon jetzt erreicht, hat aber so ein enges Zeitfenster nach hinten raus, dass es jetzt langsam dringlich wird, den einzuplanen. Nehmen also diesen Knoten her, diesen Anlaufpunkt und so weiter. Oder die andere Bedingung, die ich genannt hatte, die häufig vorkommt in der Realität, dass Sie Reihenfolgen haben, dass Sie den Punkt I erst dann anfahren dürfen, nachdem Sie den Punkt J angefahren sind, weil Sie bei Punkt J etwas zuladen, was Sie dann bei Punkt I wieder abladen oder solche Sachen. Auch das können Sie bei dem Pfad ganz gut hineinbringen, in diesem Greedy-Ansatz mit Pfad, indem Sie immer gucken, kann ich den Punkt I schon anfahren? Das kann ich erst dann, wenn ich bei J schon gewesen bin. Ja, dann kann ich den nehmen. Und wenn ich bei J noch nicht gewesen bin, kann ich den Punkt I noch nicht dazu nehmen. Ja, das lässt sich da, solche Nebenbedingungen lassen sich in diesen Greedy-Ansatz ganz gut hineinbringen, in diesen Kruskal-artigen Greedy-Ansatz
aber nicht so ohne weiteres. Also ich wüsste jetzt erst einmal nicht, wie man das beim TSP machen sollte. So, zum Steinerbaum-Problem gibt es auch noch eine Menge dazu zu sagen. Dazu kommen wir dann aber heute nicht mehr. Das möchte ich gerne in eine Sinneinheit packen. Wir haben auch durchaus Flexibilität, was jetzt die Zeit bis zum Rest des Semesters angeht. Deshalb möchte ich an dieser Stelle schließen und mit dem Steinerbaum-Problem beim nächsten Mal weitermachen. Und wie immer dafür bedanken, dass Sie gekommen sind, trotz dieser Uhrzeit, trotz des fortgeschrittenen Semesters, trotz der anstehenden Klausuren für viele von Ihnen. Ich habe das Problem beim Studiendekan mal platziert, dass es doch anscheinend langsam überhand nimmt mit Klausuren, die unmittelbar am Vorlesungsende oder teilweise sogar in der letzten Vorlesungswoche geschrieben werden, was natürlich inkompatibel ist mit einem vernünftigen Übungsbetrieb. Und das wird sicherlich dieses Semester da nichts mehr an Änderungen geben können, logischerweise. Aber dass das dann in Zukunft ein bisschen kompatibler gehandhabt wird. So, ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie trotz allem noch gekommen sind, trotz der Vorlesungsaufzeichnung und so weiter. Und ja, wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag mit viel Sonne, so danach sieht es ja aus, und noch eine schöne Restwoche, Wochenende, hoffentlich mit nicht allzu viel AOD oder sonstigen dabei, mit ein bisschen Freizeit auch dabei. Bis Dienstag dann.